Ja, liebe Zuschauer, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Interviews im Wahljahr. Heute mit Christian Pegel, dem Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Herr Pegel. Hallo, grüße Sie. Und Sie sind auch gleichzeitig Direktkandidat im Wahlkreis Greifswald hier für dieses Jahr für die SPD. Mal wieder, richtig? Richtig. Ich darf Greifswald schon seit 5 Jahren im Landtag vertreten und würde das gern fortsetzen, in der Tat. Wunderbar. Dann kommen wir auch gleich zu Ihrem politischen Werdegang. Eine Frage, die wir den Interviewkandidaten immer am Anfang stellen. Bis Sie Minister geworden sind, 2014, was haben Sie davor gemacht? Eigentlich habe ich einen ganz nicht politischen Werdegang. Ich bin nämlich studierter Jurist und gelernter Rechtsanwalt. Aber politisch habe ich mich schon in Schulzeiten, mit Schülerzeitungen, all den Dingen, Aster-Vorsitzender, also sozusagen Vorsitzender der Studierendenvertretung während meines Studiums und dann später vielen Jahren Kommunalpolitik, immer ehrenamtlich mit Politik befasst. Das habe ich auch parallel zu meiner Anwaltstätigkeit gemacht, zu meiner Studienzeit, Referendarzeit. Von daher hat mich Politik immer begleitet. Ich mag lieber mitgestalten, als gestaltet zu werden. Das ging aber ehrenamtlich auch ganz gut. Okay. Wie blicken Sie denn jetzt auf Ihre vergangene Zeit als Minister zurück, gerade in Ihr Ressort? Also Sie haben ja erst Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung gehabt und jetzt ist Digitalisierung statt Landesentwicklung dazugekommen. Wie sehen Sie auf Ihre Legislatur bislang zurück? Gibt es da Themen, bei denen Sie sagen müssen, ja, das lief gut? Gibt es aber auch Themen, die liefen schlecht? Also ich glaube, wirklich schlecht lief keins, aber es gibt natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und zweitens, das ging mir schon als Anwalt, als Student so, ich nehme mir immer mehr vor, als wir am Ende schaffen. Da gehört ein gewisser offener Teil der Rechnung dazu. In der Sache selbst ist das Haus ja einfach größer geworden. Also die Landesentwicklung ist weiter in einem Hause, aber der Baubereich und in der Tat die konzentrierte Digitalisierung ist dazugekommen. Wir haben also die gesamte Digitalisierung der Verwaltungsprozesse auf Landesebene jetzt bei uns im Haus konzentriert und gleichermaßen die Digitalisierung in der Wirtschaft. Und ich glaube, dass im Digitalisierungsbereich das Hochlaufen so eines völlig neuen Bereiches, den haben wir ja vorher völlig verteilt gehabt in der Landesregierung, dass der gut gelaufen ist, dass sich eine echte Gemeinschaft derer, die da aktiv sind, gebildet hat, dass wir mit den 5 bzw. 6 digitalen Innovationszentren, die alle in den 5 Jahren entstanden sind. Also die Idee, dass ich quasi für die, die im digitalen Bereich gründen wollen, Studierende, aber gerne auch wissenschaftliche Mitarbeiter, junge, gerne auch lebenserfahrenere Menschen, dass ich für die eine Heimstatt schaffe, das hat gut geklappt. Auf der anderen Seite der Breitbandausbau, da werden wir alle schon gerne weiter. Das ist schon ein zähes Geschäft, weil sie ausschreiben müssen, weil sie lange Prozesse haben. Das Land durfte ja nicht selber das Geld vom Bund nehmen, was wir für diesen Breitbandausbau zum Teil brauchen, sondern musste die Kreise bitten, das zu tun, was sie in legendärer Weise bereit waren zu übernehmen und auch tun. Aber das führt zu extrem langen Prozessen, weil ich für jedes dieser Projektgebiete, wir haben über 100 im Lande, einzeln ausschreiben muss und dann in sehr langwierigen Gesprächen mit durchaus sehr aufmerksamen Wettbewerbern den richtigen auswählen muss. Und da es oft um 2-stellige Millionenbeträge geht, ist das auch nichts, wo ein Wettbewerber sagt, wenn ich einen Auftrag nicht kriege, bin ich damit zufrieden, sondern man muss sehr aufpassen. Also der gesamte Ausbauprozess im Breitband-Digitalisierungsbereich, im Festnetzbereich Breitband ist sehr viel länger, als ich mir das 2015, 16, als wir angefangen haben, vorstellen konnte. Nun sind wir aber in vielen Landkreisen schon mittendrin, von daher auch da sind wir gut unterwegs. Und wir haben vor allen Dingen die Möglichkeiten, weitere Anträge zu stellen, weil der Bund sein Programm erweitert hat. Das Land hat immer gesagt, das, was wir kofinanzieren, da wachsen wir mit dem Bundesprogramm mit. Von daher dürfen wir zwischenzeitlich auch mehr, als wir nach 2016 durften. Es geht also auch erkennbar weiter. Im Baubereich, glaube ich, haben wir im wohnungspolitischen Bereich eine Menge umgesetzt bekommen. 2017 haben wir das erste Mal wieder aufgesetzt. Seit vielen, vielen Jahren ein Förderprogramm für Neubau, vor allen Dingen in angespannten Wohnungslagen, in Städten, die angespannte Wohnungsmärkte haben. Da ist in den letzten Jahren mehrere Millionen Euro umgesetzt worden, die jetzt tatsächlich auch zu spürbaren neuen Wohnungen führen. Aber das ist auch etwas, was Sie nicht einmal machen und sagen, ich bin fertig, was man jetzt auch viele Jahre anlegen muss. Und genau so ist die Idee dort auch. Das, was am meisten stottert, ist der Energiebereich leider. Wir haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien wenig Dinge, die wir als Land selber gestalten können. Wir sind ganz viel von europäischen und vor allen Dingen vom Bundesrecht abhängig. Und der Ausbau von Windkraftanlagen ist weiterhin ein zäher Prozess. Ich hatte gehofft, dass wir in dieser Bundestagslegislatur deutlich mehr in Schwung kommen. Das ist leider nicht ganz so geglückt. Ich bin jetzt guter Dinge, dass wir beim nächsten Mal, dass der nächste Bundestag tatsächlich mal substanziell Dinge ändern muss, damit es einfach viel flüssiger geht. Dass wir da so langsam sind, ist ein Problem für den Klimaschutz. Einen Bereich haben Sie jetzt nicht angesprochen, den Verkehr. Wie sieht es da aus? Der Verkehrsbereich ist nach meinem Gefühl im guten Fluss. Das ist aber die Überschrift für vieles. Weil sie Straße haben, da geben wir weiterhin auf hohem Niveau Geld aus. Wir bauen fleißig, wobei wir zunehmend spüren, dass die Konjunktur an allen Ecken und Enden angesprungen ist, sodass wir immer alle um die gleichen Unternehmen buhlen.
Tiefbau, das heißt Straße, Wege, Radwege, Gehwege, konkurriert natürlich mit dem Breitbandausbau. Und da haben wir zwischenzeitlich echt hochgefahren. Und dann merkt man, dass im Straßenbereich es schwerer wird, für jeden Auftrag auch Unternehmen zu finden. Als Land haben wir viele langjährige Vertragsbeziehungen. Das macht es einen Tick leichter. Wenn ich Gemeinden, Städten zuhöre, dann gibt es manche, die zwischenzeitlich ächzen und stöhnen und manchmal gar keine Auftragnehmer, keine Wettbewerber mehr finden, die überhaupt noch Angebote abgeben. Im Bahnbereich haben wir das konsequent fortgesetzt, was wir seit vielen Jahren machen, zu sagen, wir wollen das, was wir haben, stärken, strukturiert stärken. Da haben wir das Problem, dass der Busbereich von den Kreisen gemacht wird und das Land nur für die Bahnbereiche zuständig ist. Da geben wir aber konsequent unser Geld so aus, dass wir tatsächlich sagen können, in den nächsten 10 Jahren ist das, was wir jetzt an Warenangebot haben, auch weiterhin finanzierbar. Und ich glaube, eine der großen positiven Entscheidungen ist, dass wir erstens die DARS-Bahn jetzt tatsächlich gemeinsam im Land entschieden haben, wir bauen die DARS-Bahn wieder auf. Ein Prozess, der die gesamten 20er Jahre brauchen wird. Aber da war jetzt mal eine Entscheidung fällig, damit man darauf abzielen kann und dahin steuern kann. Und zweitens haben wir uns getraut, obwohl es nach meiner Überzeugung weiterhin eine originäre Bundesaufgabe ist, dass wir bei der sogenannten Kerniner Brücke, also die Südanbindung nach Usedom, die es bis in die 40er Jahre hineingegeben hat, dass wir wenigstens die ersten beiden Planungsphasen als Land bezahlen, um in so einen Prozess hineinzukommen. Ich bin überzeugt, die Verkehrsprobleme auf Usedom kriegen wir nur in den Griff, wenn wir tatsächlich auch die Südanbindung von Berlin aus dann relativ direkt nach Heringsdorf, Bansin und Arlberg, wenn wir die bekommen. Auch das ist in der Vorbereitung, sodass wir auch da, glaube ich, ein Stück Initialzündung gesetzt haben. Jetzt fällt ja auch in Ihre Zeit als Minister das große Thema A20. Das A20-Loch bei Triebsees, wo deutschlandweit darüber berichtet wurde. Wie sehen Sie da die Entwicklung, seitdem es passiert ist? Beziehungsweise, ja, wie erstmal die Frage vielleicht vorweg, Sie als Minister können ja jetzt eigentlich nicht sehr viel dafür, wie das damals gebaut wurde. Aber wie sind Sie denn trotzdem damit umgegangen, jetzt die Verantwortung dafür zu tragen? Das Loch war da und wir mussten schließen. Deshalb war gar keine Frage, wie gehe ich mit der Verantwortung um, sondern als Land haben wir ja bis Ende 2020 die Autobahn für den Bund mitbetreut. Und als klar war, wir haben dort eine Riesenhavarie, war auch deutlich, dass wir da Kräfte konzentrieren müssen. Das haben wir auch getan. Ich glaube, dass wir extrem pragmatisch vorgegangen sind, auch wenn viele sagen, muss alles noch viel schneller gehen. Gemessen an dem, was auf vielen anderen Baustellen passiert, sind wir extrem schnell. Und das, in der Szene zumindest kriegt das tatsächlich auch positive Aufmerksamkeit. Wir haben relativ fix mit der Behelfsbrücke versucht, den Verkehr aus den kleinen Ortslagen rauszuziehen. Das wäre eine echte Katastrophe, was da an den Landesstraßen liegenden Ortschaften dann passiert ist, in dem der gesamte Autobahnverkehr faktisch da durchfloss. Wir haben aber natürlich weiterhin das feste Ziel, dass die erste der beiden Brücken fertig werden muss. Seit 1.1.2021 macht das Land das nicht mehr, sondern der Bund hat gesagt, in ganz Deutschland übrigens, wir können Autobahnen besser als die Länder, und hat die Autobahnverwaltung zu sich zurückgeholt, sodass wir also nur 2020 so vorbereiten konnten, dass 2021 fertig gebaut werden kann. Wir haben 20 alle Aufträge noch vergeben, wir haben alles vorangetrieben, sodass ich guter Dinge bin, dass wir Ende dieses Jahres das erste Brückenbauwerk, das ist quasi die Seite von Vorpommern kommt, Richtung Rostock fertig wird. Und dann wird man dort 4 Spuren drauf bekommen. Das ist ja anders als auf der Behelfsbrücke, wo in jede Richtung nur eine Spur führt, wird man dann in jede Richtung 2 Spuren haben, geschwindigkeitsreduziert, aber dann werden sich vor allen Dingen im Sommer die Staus deutlich reduzieren. Und dann wird man die Behelfsbrücke wegnehmen können und auf der anderen Seite das zweite Brückenbauwerk dann von Rostock Richtung Vorpommern kommt, in den nächsten beiden Jahren bauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ausschließlich Bundesaufgabe. Wir konnten nur dafür Sorge tragen, dass in diesem Jahr eine ganz reelle Chance besteht, dass man das erste Brückenbauwerk fertig kriegt und dann tatsächlich im nächsten Jahr sofort spüren wird, dass es im Sommer sich deutlich entspannt. Das haben wir schon mal auf der Petersdorfer Brücke bewiesen. Wenn das erste Brückenbauwerk steht und man 2 Spuren in jede Richtung hat, dann entspannen sich Staus deutlich. Okay, das heißt also, Sie sehen es auch durchaus als Erfolg, so wie bislang damit umgegangen ist. Ich sehe es durchaus als Erfolg in der Geschwindigkeit, wie wir jetzt vorangetrieben haben. Wenn man so ein Glück im Unglück dann überhaupt noch beschreiben kann, das ist natürlich ein Riesenunglücksfall. Und dass überhaupt so etwas einbricht, ist natürlich auch für die gesamte Baubranche in Deutschland ein Schmerz. Das sollte eigentlich nicht passieren, darf nicht passieren. Aber wir haben dann versucht, möglichst pragmatisch mit der Situation umzugehen und fix zu sein. Ich glaube, das Fixsein, das Pragmatischsein, das ist uns gelungen. Da gibt es eine Menge Regeln, die in guten öffentlichen Verwaltungen bekannt sind, mit denen man es auch viel länger hätte ziehen können, mit guten Gründen. Wir haben einfach versucht, alle Regeln so zu komprimieren, dass es fix geht. Okay. Jetzt hat vor kurzem der Bau in Swinemünde begonnen mit dem neuen Tunnel Richtung Usedom. Wie sehen Sie das? Auch, Sie sind natürlich nicht, also das Land in Deutschland ist da jetzt nicht dran beteiligt, aber trotzdem, wie sehen Sie das denn als Verkehrsminister? Glauben Sie, dass die Befürchtung wahr wird, dass es ein großes Verkehrschaos auf Usedom geben wird? Die Frage ist ja, ob es eine massive Steigerung zu den Schwierigkeiten gibt, die wir jetzt auf Usedom in der Tourismuszeit schon haben. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir
das, was wir in einem Gutachten, wenn wir ein externes Gutachten machen lassen, dass erstens die Wirkung auf die Häfen, aber auch auf den Verkehr prognostizierter. Das Gutachten ist 3 Jahre alt. Wir haben dann ein zweites Ergänzungsgutachten machen lassen, weil die Frage war, könnt ihr für den Schwerverkehr garantieren, dass der nicht über die Grenze kann? Hintergrund ist ja, dass wir eine Straße im relativ schlechten Zustand haben und deshalb eine Gewichtsreduzierung haben, die dazu führt, dass keine schweren Fahrzeuge kommen können. Und das wäre, wenn man jetzt mal auf die Verkehre schaut, die gewerblich sind, die größere Gefahr gewesen. Das europarechtliche Gutachten sagt uns sehr klar, eure verkehrsrechtliche Anordnung hält auch europarechtlich stand. Das ist das, was uns umtrieb. Das, was dann an zusätzlichen Verkehren kommt, wären Pkw-Verkehre. Und dann gibt es die, die im Zweifel jetzt in Swinemünde Urlaub machen und dann leichter nach Arlberg, Bansin, vielleicht auch Zinnowitz fahren, um mal gucken zu kommen. Da wird man in beide Richtungen Verkehre haben, ja. Aber die sind bemessbar. Die sind nicht so, dass sie jetzt alles vorher Bekannte in Schatten stellen, zumindest nach dem, was das Gutachten prognostiziert. Und dann wird man Pkw-Verkehre haben, die aufs Festland wollen, die relativ schnelle Verbindung über Usedom-Stadt, über die Zecherener Brücke nach Anklam und dann auf die Autobahn suchen werden. Da gibt es ein paar Empfehlungen des Gutachtens, an welchen Kreuzungspunkten, das sind 2 Stück, man die Kreuzung weiten muss, flüssiger machen muss, damit mehr Verkehre besser aufgenommen werden. Und wie man von Anklam aus die beiden Hauptzuwegungen zur A20, wie man die ertüchtigen muss, damit man dort eben auch mehr Verkehre aufgenommen kriegt. Und das ist beides bei den Verkehrsbehörden in der Umsetzung, von daher bin ich guter Dinge. Umgekehrt, wenn man sich die Situation auf der polnischen Seite anschaut, schreit das ja danach, dass man eine Brücke oder einen Tunnel baut. Wenn wir in Deutschland diese Situation hätten, würden wir genauso verfahren. Okay. Ja, ich habe jetzt hauptsächlich verkehrspolitisch gefragt. Meine Frage wäre noch für den Wahlkampf. Mit welchen Themen möchten Sie in den Wahlkampf gehen? Möchten Sie Ihrem Ressort eigentlich treu bleiben oder gucken Sie auch über den Tellerrand, sage ich jetzt mal? Ja, das, was im Wahlkampf passiert und mein Ressort berührt, ist natürlich dann etwas, wo ich treu bin und übrigens an vielen Stellen auch Überzeugungstäter. Die Themen Energie, Verkehr, Digitalisierung, Bauen treiben mich, Bauen und Wohnen treiben mich mit Herzblut um. Von daher mache ich das gerne. Alles, was später und hinterher passiert nach einer Wahl, wäre jetzt bis jetzt zu früh zu beantworten. Aber in der Sache sind das Herzblutthemen. Übrigens nicht nur von mir allein, sondern gibt es einen ganzen Sack voll Begleiterinnen und Begleiter, auch in der SPD-Landtagsfraktion und der SPD hier im Lande. Und mit denen gemeinsam treiben wir die Themen, denn viele dieser Themen sind ursozialdemokratische Themen. Das Wohnthema ist selbstverständlich ein ganz ursozialdemokratisches Thema. Und dafür stehe ich auch gerne im Wahlkampf ein und glaube, dass wir in der Tat was vorzuweisen haben, dass wir was zeigen können. Und umgekehrt sind die Aufgaben nie zu Ende. Von daher gibt es auch gute Werbung zu sagen, gebt uns die Verantwortung und das Vertrauen in die nächste Legislatur, weil wir genau an den Stellen weitermachen wollen. In einer Stadt wie Greifswald, in meinem eigenen Wahlkreis, kann ich sehr deutlich zeigen, an welchen Stellen wir mit den Neubauprojekten, die wir seit 2017, seit vielen Jahren erstmalig wieder fördern, wirklich Wohnungsmarkt entlasten helfen. Und zwar zu moderaten Preisen, das ist ja das Wichtige. Beispiel hier in Greifswald, was würde Ihnen jetzt spontan einfallen? Was wir gemacht haben, oder? Naja, oder was auch gemacht werden muss, oder wo Sie sagen würden, dass... Ich glaube, das ist eines der großen Themen, was Greifswald aber längst angepackt hat, was wir aber gerne begleiten. Die Umstellung, die klimafreundliche Umstellung der Wärmeversorgung ist. Wir haben eine tolle Fernwärmeversorgung, die aber eben gasbasiert ist. Da wird in den nächsten Monaten viel passieren, weil die Stadtwerke ein tolles Projekt haben, wie man noch mal sehr viel umweltfreundlicher einen Teil der Wärme erzeugen kann. Und auch da werden Schritte in Plänen erforderlich sein, wie man in den nächsten Jahren umstellt, damit man bei dieser tollen Fernwärmeversorgung, die an sich was unglaublich umweltfreundliches ist, noch mal klimaneutraler wird. Von daher gibt es in der Stadt wie Greifswald beim Thema Klimaneutralität bei der Wärmeversorgung selbstverständlich was zu tun. Ich glaube auch, dass wir im Verkehrsbereich, wir sind jetzt hier im Greifswalder Hafen, wo drumherum eine der zentralen Zufahrtsstraßen nach Greifswald gemacht wird, dass wir auch an diesen Stellen Herausforderungen haben. Vor allen Dingen die Frage ist, wie ich die reinpendeln, möglichst an den Ortseingängen aufnehme. Die gleichen Diskussionen haben die Rostocker, die Schweriner, die Stralsunder übrigens auch, an den Ortseingängen aufnehme und stärker aufs Fahrrad, in den Bus, in die jeweiligen öffentlichen Personen, in Nahverkehrsmöglichkeiten bringe. Und eine Hauptherausforderung bleibt die Bahn, die für Greifswald eine tolle Erschließung bringt. Wir haben eine Menge Einpendler, aber auch Auspendler. Und da haben wir gerade versucht, oder ich glaube auch umgesetzt, mit einem neuen Nahverkehrszug, der die Fernzüge, die in Stralsund starten, die Intercities und die ICEs, die waren bisher nur mit extrem langen Umsteigezeiten von einer Dreiviertelstunde, zum Teil über einer Stunde erreichbar. Ich konnte also aus Hamburg, vielleicht aus Nordrhein-Westfalen mit einem Schnellzug kommen, habe dann aber in Stralsund 1 Stunde 10 gewartet. Da haben wir jetzt eine neue Nahverkehrsverbindung dran geschnitten, die die Umsteigezeiten auf um die 10 Minuten, zum Teil unter 10 Minuten reduziert. Dann bin ich auf einmal von Greifswald in Hamburg oder weiter hinter als Wissenschaftler oder Wissenschaftler, als Studierender in deutlich kürzerer Zeit. Und ich hoffe, dass wir damit tatsächlich Nahverkehr stärken oder überhaupt öffentlichen Personenverkehr stärken, dann Fernverkehr eben besser anbinden und damit
insgesamt attraktiver machen, genau diese Route mit der Bahn zu nehmen. Und von daher haben wir Hausaufgaben. Wir haben auch bei der Digitalisierung eine Hausaufgabe. Das Digitale Innovationszentrum hat begonnen, aber jetzt geht es darum, die alte, also die ältere Mensa, ich weiß, dass es noch viel ältere Mensen der Universität in Greifswald gibt, aber aus Sicht derer, die in den 90ern studiert haben, ist das sozusagen die traditionelle Mensa am Schießwall, die komplett zu einem digitalen Innovationszentrum umzubauen und diese große Kraft, die Ideenkraft, die in der Universität mit ihren Studierenden, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt, die nutzbar zu machen für digitale Geschäftsideen. Und dann in dieser alten Mensa eben mit dem digitalen Innovationszentrum, zum Beispiel bei allem, was Digitalisierung in dem Gesundheitswesen betrifft, in dem Bereich wirklich konzentriert zu arbeiten und damit nach meiner tiefen Überzeugung neue Geschäftsideen zu schaffen und auch neue Gründungen zu bewirken. Okay. Ja, Sie sind hier im Wahlkreis 1 Direktkandidat für die SPD. Sie haben einen scharfen Konkurrenten, sage ich jetzt mal, oder einen prominenten Konkurrenten, Michael Sack. Der tritt auch an für die CDU, möchte Ministerpräsident werden. Wie rechnen Sie sich Ihre Chancen aus, jetzt noch mal wieder das Direktmandat zu gewinnen? Ich werbe erst mal für mich und nicht gegen jemand anderen. Das ist mir immer wichtig. Im letzten Wahlkampf hatte ich einen etablierten CDU-Mitbewerber, der über viele Jahre schon im Landtag gesessen hat. Ich hatte eine Vizepräsidentin des Landtages von der Linken, die mich begleitet hat. Ich kann mich erinnern, dass viele geunkt haben, die AfD würde in Greifswald gewinnen. Also ich kann mich bei jeder Wahl daran erinnern, dass die Signale immer waren, natürlich gibt es Konkurrenz, das gehört dazu. Ich werbe mit dem, was ich glaube, über die vielen Jahre in dieser Stadt schon vorangebracht zu haben. Ich werbe damit, dass ich mit der Studienaufnahme in Greifswald, die aber ganz viele Jahre viele Facetten kennengelernt habe, dass ich den Bildungsteil, den Hochschulteil mit all seinen Herausforderungen, aber auch Chancen gut kenne, dass ich auf der anderen Seite mit den Themen, die ich bespielen darf als Minister, dem Energiethema, vor allen Dingen aber Digitalisierung und dem Wohnthema, dass ich an den Stellen in der Stadt und als Scharnier in den Landtag und die Landeshauptstadt sehr gute Funktionen erfüllen kann. Und genau mit diesen positiven Dingen werbe ich für mich. Und dann bleibe ich weiterhin optimistisch. Machen Sie keine Sorgen. Okay. Herr Pegel, vielen Dank dafür. Ich danke fürs Interview. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Ja, und liebe Zuschauer, ich muss mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, würde mich aber freuen, wenn Sie in der nächsten Woche zu einem neuen Interview im Wahljahr wieder einschalten.